Hui, wunderschönen guten Morgen. Oh, mein Kamin ist an, schön. Ja, aktuelle Aufgaben sind keine da. Heute ist der letzte Sommertag und gleichzeitig dieses Ulau, wie auch immer, Fest. Also insofern geht's zur Sache. Mal ganz kurz, was im Fernsehen kommt. Es wird sonnig werden. Wir werden glücklich sein. Aha. Und ich habe endlich gelernt, wie man Brot macht. Diesen ganzen Rezepten ist, das funktioniert ja doch erst, wenn ich eine Küche habe, ne? Irgendwie. Also muss ich endlich mal gucken, wie teuer das doch ist, mein Haus hier zu abzugraden, wie auch immer. So, was haben wir denn hier Schönes? Ach, guck. Mein Zaun ist kaputt. Heute Nacht um ca. 10 Uhr abends findet ein besonders seltenes Ereignis statt. Und schönes Ereignis statt. Die Mondlichtjellies, also kleine Glühwürmchen, ziehen vorbei. Auf ihrem Zug in den Süden. Nee, Jellies sind Blödsinn, das sind keine Glühwürmchen, das sind Quallen. Die Mondlichtquallen ziehen vorbei auf ihrem Zug in den Süden. Wir werden uns auf dem Strand versammeln und zuschauen. Das willst du sicher nicht verpassen. Wir sehen uns heute Nacht, Demetrius. Ja, da kannst du dich drauf verlassen, Demetrius. So, hier muss ich also ein bisschen nacharbeiten. Und ich denke mal, das ist dann heute so mein Ding hier. Ich werde halt hier Tag damit verbringen, auf der Farm zu arbeiten und dann abends dahin gehen. Habe ich noch Zaunteile? Ja, hier. Brauche ich die nicht neu machen. Ja, passiert mal, dass sowas kaputt geht, ne? So. Geht wieder. Heute ist der letzte Sommertag und ich hoffe, die Melonen werden noch was. Da hoffe ich echt drauf. Sonst habe ich mit Zitronen gehandelt statt mit Melonen. Muss ich schon mal alles hier für den Herbst vorbereiten, langsam. So, wo waren denn die Würmis? Oh, eine Hühnerstatue. Boah, guck mal, das hat sich aber auch gelohnt. Die letzte Sommerernte, wenn es die letzte sein sollte, hat sich dann auf jeden Fall gelohnt. Dann schauen wir mal, was hier rein. Wie man dabei rausgekommen ist. Ich hoffe, die Sternfrucht wird noch was. Das war falsch. So, so ist richtig. Ich hoffe, die Melonen gehen wirklich nicht morgen ein, bloß weil dann Herbst ist oder so. Dann habe ich ganz schön Verlust zu verzeichnen. Fehler macht man, aber das wäre wirklich ein blöder Fehler. So, das war der erste Teil der Arbeit heute. Gießen.
Was ich mich jetzt frage, so eine Hühnerstatue habe ich ja schon mal abgegeben da. Kann ich diese Artefakte eigentlich mit meiner Kiste verkaufen? Genauso wie hier die Angel. Hier und die Mineralien, sowas wie. Oder diesen Zwergenhelm, den ich nicht benutzen kann. Die Mineralien kann ich ja erstmal noch behalten. Das ist ja so ein bisschen wie so eine Art. Das Schnitzmesser könnte ich theoretisch auch. Das ist ja sowas wie eine Art Kredit, könnte man noch meinen. Die Fackeln brauche ich ja nicht mehr. Ich habe jetzt diesen Leuchtering. Vielleicht brauche ich später mal wieder welche, aber jetzt erstmal nicht. So, habe ich irgendwas goldenes Gemüse? Nein. Ich könnte jetzt die Blaubeeren mal behalten, um daraus was herzustellen. Die eine Peperoni behalte ich mal. Aber der Rest geht jetzt in den Verkauf. Daraus kann man ja Bier machen und deswegen will ich das ja erstmal zurückhalten. Und jetzt versuche ich mal, diese Statue mit zu verkaufen. Das geht. Ach ja, das geht auch. Die kann ich weggeben. Schön. Das geht. Das geht. Ja. Aber die Angeln nicht. Natürlich nicht. So. Aha. Guten Morgen, meine Hühnchen. Achso, da habe ich das Heu schon. Da habe ich das Heu doch schon. Sollte ich die für 300 Gold verkaufen wollen. Werfen wir mal einen genaueren Blick auf Rezepte. Ja, ich kann jetzt Eisenbahnen herstellen, das ist soweit klar. Aber was brauche ich denn sonst noch so? Wilde Herbstsaat, wilde Sommersaat. Das ist, als hätte ich die ganze Zeit mit den Fundmachern Sachen machen können. Ich bin ja auch irgendwie so ein bisschen dumm auch. Jetzt brauche ich das natürlich nicht mehr. Aber ich könnte natürlich jetzt diesen letzten Sommertag nutzen, um hier noch ein bisschen durch die Gegend zu ziehen. Und ich kann mir so einen Krabbenpott machen, um endlich dieses eine Bundle voll zu kriegen. Na, warte mal. Das ist doch ein Plan. Dann stelle ich mir jetzt eben Eisen teuer aus Kupfer her. So. Und damit könnte ich jetzt einen Eisenzaun machen oder einen Sprinkler. Also dafür bräuchte ich jetzt den Kupfer noch. Aber das habe ich nicht vor, sondern eine Recyclingmaschine. Was macht das eigentlich? Turns. Ah, damit kann ich den Müll verarbeiten. Das ist ja klasse. Stein und Kohle, um. Aha. Deswegen habe ich ja gewonnen. Ein Bienenhaus. Eine Mayonnaise-Maschine. Die kann ich eigentlich auch schon herstellen. Ja, warte doch mal. Jetzt machen wir. Oh, warte. Okay, ich brauche noch ein bisschen mehr Holz. As it turns out.
So, gleich nochmal ein bisschen Heu wieder gemacht hier. Das soll sich nochmal ausbreiten. Das ist noch nicht so weit. Das brauchen wir ganz schön lange. Oh, Schmetterlinge, tut mir leid. So, jetzt müssen wir eine Kleinigkeit essen, sonst falle ich hier noch vom Fleisch. Yo. Also Field Snacks kann ich schon mal wieder welche machen. Das ist schon mal prima. Also, Furnace brauche ich keine neuen. Dafür brauche ich noch Kupfer und Erde und Steine. Dafür brauche ich Maple Syrup, den habe ich jetzt gerade nicht. Eisen. Den kann ich herstellen. Das machen wir jetzt auch mal. Und was war das, was ich noch machen wollte? Den Crab Pot. Das heißt, ich muss jetzt noch ein bisschen mehr Lebenselixier. Ich muss jetzt noch ein bisschen mehr Eisen herstellen. Damit ich dann noch. Ja, einen Eisenbarren noch für das Bienenhaus. Das hat doch was. Noch ein bisschen Holz mit. Also Herbst und Winter sind wahrscheinlich eher so die Saisons, wo man sich um den Ausbau seiner Sachen kümmern kann, weil... So rein wachstechnisch, wuchstechnisch, da sowieso nicht mehr viel passiert. Die sind noch dabei. Das ist 4:20 Uhr, das heißt, das mache ich jetzt noch schnell und dann kann ich nochmal eine Runde losziehen. Und Sachen für Mixart versuchen zu finden. So, Mayonnaise-Maschine geht schon. Und dafür brauche ich nur noch den Maple-Sirup. Das Jar habe ich. Und die Recycling-Maschine. Die habe ich noch nicht. So, jetzt brauchen wir noch mal einen Eisenbarren. Hierfür habe ich noch 15. Okay. Dann geht das zurück. Das zurück, das zurück. Ja, und der auch erstmal, weil ich da noch nicht dran komme wahrscheinlich. Was haben wir hier noch Schönes? Noch genug für zwei weitere Field Snacks. Tar. Ja.
ich muss ja schon wieder ernten gehen. So, die Mayonnaise-Maschine. Die Eier in Mayonnaise verwandelt. Die macht natürlich Sinn, was wir die gleich hier draußen irgendwo hinstellen. Kohle brauchen, das steht schon mal fest. Ja. Die kann ich jetzt hier noch aufbringen. Mal gucken, wie das funktioniert. Und ob ich hier drin überhaupt was fange in dem Teich. Ja, sehr schön. Dann fange ich jetzt ja auch noch einen Teichfisch, oder? Das war gar nicht der Plan. Skip. Das ist auch mal was Neues. Okay. Jetzt ist Zeit für die Recyclingmaschine. Und die packe ich. Gerade beschäftigt, das geht also nicht. Es ist schon 7 Uhr abends und schon. Okay. Das Aufbewahrungsfass. Was ist denn jetzt? Oh, es ist schon 9, ich muss los. Das ist ja cool. Haben wir Fackeln draus gemacht. Sehr schön. Tolle Geschichte, das. So, jetzt darf ich leider nicht mehr vom Weg abkommen. Dann muss ich für Sommersaatsachen suchen, eben nächstes Jahr machen. Perfekt, ist genau 10. Na, wo sind alle? Das sind ganz schön viele Leute auf so einem alten Steg. Ich bleibe hier lieber am Rand. Hm. Kann's kaum glauben, dass der Sommer vorbei ist. Es fühlt sich an, als wäre gerade erst losgegangen. Ich hätte meine Kamera mitbringen sollen, ich vergesse das immer. Das Leben ist so einfach für eine Qualle. Lässt sich einfach nur von den Wellen davontragen. Moonlight Jellies, ich frage mich, wie die schmecken. Ich würde es natürlich niemals versuchen.
erzähl's Gast nicht, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es heute kein Buffet gibt. Ja, die ist ja so ein kleiner. Die futtert sich immer durch. Hey Kids. Ich möchte einen seltenen grünen Jelly sehen. Ich frage mich, ob die giftig sind. Ich hatte gerade gedacht, dass ich da drin etwas gesehen hatte. Etwas Großes, Dunkles. Ich versuche dir Angst zu machen. Vielleicht sollte ich Sebastian doch nicht ins Wasser schubsen. Hey Marnie. Abigail meine ich. Abigail. Das ist etwas Seltenes und Aufregendes. Sag nochmal den anderen guten Tag. Die Jellies waren vor einem Jahr da und sie werden nächstes Jahr wieder da sein. Die Natur ist schon abgefahren. Ich hoffe, dieses Jahr sehen wir Babys. Da, ich habe gerade was leuchten sehen. Ah, jetzt ist es weg. Schau nach draußen. Die endlose See. Tief unter Wasser leben alle möglichen Kreaturen in der Nacht. Ist das nicht unheimlich? Ich habe meine besonderen Schuhe angezogen, aber niemand hat's bemerkt. Wenn wir das Meer weiter so verschmutzen, werden die Jellies bestimmt irgendwann aussterben. Das passiert bereits. Was für eine Schande. Wir haben keinen Respekt mehr vor der Natur. We surely are true. Alright, Benny. Die meisten Nachtfische würden sich von dem Licht verscheuchen lassen. Diese hier sind seltsam. Habe ich alle? Das sind ja noch nicht alle Leute hier. Hier sind auch noch welche. Morgen im Laden vorbei, damit du deine Herbststart bekommst. Wie schön, das ist ja auch daran nicht. Diese schwimmenden Kerzen, sind sie nicht romantisch? Ich erinnere mich noch dran, wie ich sie als kleines Mädchen gesehen habe. Oh, wie ich vor Freude rumgehüpft bin, als sie gekommen sind. Aber jetzt habe ich natürlich nicht mehr so viel Energie. Warum kaschst du mich so an? Denkst du etwa, ich bin zu alt, um solche Sachen zu genießen? Nee. Hey. Ich schleiche mich einfach an, wenn die Jellies auftauchen. Ich will keinen stören. Du störst doch keinen. Das hast du nur in deinem Kopf, in deiner Fantasie. Nun, der Sommer ist vorbei, um ehrlich zu sein. Werde ich mich freuen, wenn ich mich von diesen Moskitos endlich verabschieden kann. Es ist ziemlich kalt eigentlich. Ich schätze, der Herbst ist direkt um die Ecke. Es ist nach meiner Bettzeit. Hast du das Kerzenboot gesehen? Das habe ich selber gebaut. Die Moonlight Jellies, was für eine bemerkenswerte Spezies. Wir haben echt Glück, dass sie hier auf ihrem langen Weg nach Süden immer anhalten. Unbekannt, warum sie das Licht anzieht. Sehr seltsam. Das ist sie. Ich wusste, dass wir auch noch wen haben. Hey! Wie sagt man dazu auf Deutsch? Paying my respects. Also, ich zolle dem vorbeigegangenen Sommer meinen Respekt. So. Dem vergangenen Sommer meinen Respekt. Wieder zu einem weiteren vorübergegangenen Sommer. Ah, so. Manchmal, ich verstehe das ja direkt, aber das dann zu übersetzen, ist manchmal schwierig. Oh, da ist wieder diese komische... Achso, das ist der Magier. Hallo. Hast du mich hier hinten gefunden? Ich dachte, ich war gut versteckt. Vielleicht bist du mit der Hellsichtgabe gesegnet. Ich bin hier, um diese Lunalus anzuschauen, oder Moonlight Jellies, wie ihr sie nennt.
Sie besitzen eine ungewöhnlich hohe magische Aura. Für eine Wasserlebensform. Interessant. Und ich besitze einen Ring, der leuchtet. Das hat auch keiner bemerkt bisher. Schön, dass in diesen Events die Zeit anhält, und sonst würde ich jetzt schon wieder vor Müdigkeit umfallen. Guten Abend, Svente. Die Moonlight Jellies sind bald da. Ich habe bereits einen in der Entfernung gesehen. Wenn wir erstmal das Kerzenboot losgeschickt haben, kommen sie an die Docks und sagen Hallo. Sollen wir das Boot jetzt abschicken? Ja, mach mal. Ich habe mit allen geredet. Schaut euch das mal an. Hihi, die sind hübsch. Guck mal, da kommt eine grüne, so eine seltene. Komischerweise direkt auf mich zu. Wahrscheinlich, weil ich den Leuchtering habe. Und da sind Baby-Jellies. Das Leuchten des Sommers verblasst jetzt. Und die Moonlight Jellies schön weiter in das große Unbekannte. Und ich muss dringend schlafen gehen. Aber eins muss ich noch kurz gucken, nämlich ob ich... Woodskip hier irgendwo gebrauchen kann für. Ja, für das Spezialitätenbundle. Wow, da habe ich einen richtig seltenen gefangen. Okay, dann wird der aufgehoben. Das ist ja wohl mal klar. Ab ins Bett. Das war der Sommer. Und ich habe für Farmen und das Artefakt ein bisschen Geld verdient. Nicht viel mehr. Ist okay. Eine neue Jahreszeit bricht an. Ich bin mal gespannt. Oh nein. Ich hab's befürchtet. Die Melonen sind alle eingegangen. Verdammt. Das Einzige, was den Herbst aushält, ist der Mais. Okay, dann habe ich mit den Melonen echt einen ziemlich großen Verlust eingefahren. Leider. Sogar die Sternfrucht ist eingegangen, verdammt. Ja, ich habe das schon befürchtet, aber was willst du machen? Und der Zaun geht auch immer weiter kaputt. Aber dafür gibt es jetzt Pilze. Ja, Dizzy, es ist Herbst. Ganz andere Jahreszeit und Stimmung wird aufkommen. Ich muss sofort heute gleich hin und Herbstsaat kaufen.
besonderen neuen Pilz gefangen, okay. Gefangen, ist hier gewachsen, meine ich. Heu ist einiges da. Hoi, hoi. Zurück. Zaun reparieren. Gießen. Nicht das Gießen vergessen. Und dann kann ich auch los. Um das Ding drum. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück drumherum. Das muss ich mir mal merken. Dann kaufe ich mir von irgendwas mal 8 Saaten. Dann nutze ich den Sprinkler mal vernünftig. Das war jetzt ziemlich ungeordnet zum Schluss, das Sommerfeld. Irgendwas drin. Herbst. Eine Jahreszeit, die eine eigenartige Stimmung hervorruft irgendwie. Oder? Also zumindest auf mich so ein bisschen. Habe ich hier noch irgendwas, was weg kann? Nee. Bin ich mit Gießen schon fertig? Ja, viel ist ja nicht mehr. Ist ja wirklich nur noch der Mais hier. Jetzt keinen Fehler machen. Habt ihr noch? So. Dann nehme ich die drei Eier mal. Achso, da geht immer nur eins auf einmal rein. Okay. Dann wächst hier irgendwas, was man einsammeln kann im Herbst. Ja, ein Haselnuss. Kupferbarren möchte Lea auf den Grabstein ihres Großvaters packen. Den bringe ich ihr. Hallo Pierre. So. Davon brauche ich auf jeden Fall was. Bok Choy. Allem 5, ja. Die sind ein bisschen teuer.
Ein Grape Starter? Ja, ich glaube, ich hab's erstmal. Ja, natürlich bin ich nett zu meinen Tieren. Was glaubst du denn? Ja, machst du schon Freunde in der Stadt? Etwas. Lea, du bist es. Habe ich jetzt Kupfer dabei? Naja, ich hab's dummerweise zu Hause gelassen. Ich hol das gleich. Skelett ins Fenster gehängt, so Halloween-Dekoration. Ist ja süß. Ja, der Herbst. Nach dem Winter ist das so eine ganz andere Stimmung. Das, sogar hier in dem Spiel. Und das überträgt sich total bei mir gerade. Also das ist verrückt. Kein Heu, schade. Dann fangen wir gleich mal an mit der 2, 3. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen aussortieren hier, sonst kann ich wieder nichts in der Hand behalten. Das jetzt noch alles sehen möchte. Sam, wie auch immer. So, mein erstes Glas Mayonnaise. Packe ich erstmal in die Vorratskiste. Das zweite nehme ich dann mit. Und das, ab dem dritten kann ich es dann verkaufen. Da kommst du hin. Jetzt machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das ist genau, wo die 4, 5, 6, 7, 8. Das ist jetzt genau, wo die Kürbisse drumherum kommen. So. Dann machen wir hier mal. Joy und Yum Seeds. Und Auberginen. Muss ich mein Feld noch viel größer anlegen. So, dann machen wir hier Bokchoy daneben. Und da dann die Fairy Seed. Und dann haben wir sie ja gleich schon.
So, das ist schon mal nicht schlecht. Oh, das ist ein hervorragender roter Pilz. Der kommt natürlich gleich in die Kiste mit der Goldware. Wildpflaume, Brombeere, Haselnuss und das. Okay. Also, besorgen, besorgen, besorgen. Kann ich so einen roten Pilz eigentlich auch einlegen hier? No. Okay, das war ja auch nur eine Frage. Ich kann mehr Saat kaufen, das ist absolut lohnenswert. Habt ihr schon was Neues gelegt? Nö. Okay, und es wird schon wieder abends. Die Läden haben eh zu, dann gehe ich jetzt eine kleine Foraging-Tour, oder wie das heißt, machen. Also auf jeden Fall hier ein bisschen. Durch die Gegend, meinen Crabpot packe ich jetzt doch hier nochmal hier rein. Dann gehen wir jetzt mal gucken, ob wir noch so wild wachsende Sachen finden können. Jetzt, da es Herbst ist, der Herbst ist gekommen, der Herbst. Hallo Hutmaus. Noch bin ich mit meiner Mütze ja ganz zufrieden. So zufrieden, wie man eben mit einer Mütze sein kann. So, hier ist im Frühling immer so viel gewachsen. Die Frühlingsjahreszeit kommt mir so viel länger vor. Das liegt aber daran, dass ich da immer einen Tag nur gespielt habe, also einen Ingame-Tag, diese 20-Minuten-Tage gemacht habe. Und jetzt, wo wir immer die Folge eine Stunde lang haben, ist das natürlich alles ein bisschen, wirkt das alles ein bisschen anders. Das können wir mal kurz machen, wenn im Herbst andere Fische kommen. Schade, das wäre fast ein perfekter geworden. Eine Prime. Ja, ist ja richtig, lohnt sich ja richtig. Ich fange kaum Müll, sondern hier ein Fisch nach dem anderen. Sehr schön. Also langsam werde ich auch einigermaßen gut im Angeln. Das war ja am Anfang echt ein Drama. Jetzt habe ich den Kupferbarren für Lea vergessen. Wie lange habe ich in der Zeit? 2 Tage. Das kann ich also auch morgen machen. Aber dann gleich als erstes. Schatz, da draußen geht wieder der unheimlich leuchtende Typ lang. Oh, die meinen mich. Eine Brombeere. Hallo Gemeindespuk. So, dann gucken wir noch als erstes mal, ob wir diese Kiste hier voll kriegen. Eine Wildpflaume brauchen wir noch. Und da brauche ich nicht diese
Top-Dingens holen. Aber hier habe ich das Bundle voll. Yippie! Wow, total leckeres Essen. Ja, wie gesagt, da brauche ich jetzt nicht die super guten für nehmen. Das ist ja Blödsinn. Honig, Jelly. Achso, Mayonnaise wollt ihr nicht. Ihr seid ja doof. Nee, natürlich nicht. Aber auch bei den Tierprodukten nicht, ne? Dann brauche ich Ziegenmilch und so, aber... Na gut. Hätte ja sein können. So. Die haben wir schon. Chub braucht man nicht. Da hoffe ich ja, dass ich den bald endlich mal voll kriege. So, hier, gucke da. Spezialitätenfisch. Ein Thunfisch. Hatte ich den nicht neulich mal einen Thunfisch und habe den hier nicht reingepackt? Naja. Im Chefsbundle brauchen wir auch keine Mayo. Futterbundle auch nicht. Da auch nicht. Warum zum Honk will dann keine Mayonnaise haben? Schnell, ich muss gleich wieder nach Hause. Das ist ja doof. Okay, wir machen noch einen Spieltag. Das ist jetzt noch... Haben wir wieder etwas über eine Stunde wahrscheinlich, aber das macht nichts. Es gibt noch genug, was ich jetzt nachentdecken möchte. Also wir müssen noch Wildpflaume finden und... so anderes Zeug. Und noch eine Blackberry, die jetzt nicht so kostbar gut ist. Ich bin mir sicher, das kriegen wir hin. Naja, ich sehe es. Es ist schon Mitternacht. Mitternacht. Ich glaube, so langsam wird es endlich mal Zeit, mir die Bude auszubauen. Und die habe ich ja gerade erst geerntet. Sente, konzentriere dich doch mal. Schon wieder ein Zaun kaputt. Leute, habe ich den vergessen, heile zu machen? Das kann natürlich auch sein. So, kann man aus dem denn Pickles machen? Nein. Okay, dann gehe ich ins Bett. Na, insgesamt eine ganz ordentlich lohnenswerte Nacht. Der zweite Herbst. Ich glaube, heute ist auch wieder Geburtstagszeit von irgendwem. Ja, Penny hat und Penny mag. Ja.
das habe ich leider alles nicht mehr. Mayonnaise. Penny mag Mayonnaise. Die habe ich gerade alle verkauft. Ne, eine habe ich noch hier. Und schenk hier ein Glas frische Mayo. Warum nicht? Oh, guck mal, wie die Blätter fallen. So langsam haben sie mich immer mehr lieb, die Hühnchen. Das wollte ich noch hier rein tun und der Kupferbarren für Lea. So, ich habe ganz vergessen. Es wird bewölkt werden. Bewölkt heißt da gar nichts. So. Jetzt Schritt 1 erledigt. Die Bäume geben noch nichts her. Pilz. Oh, einen goldenen Pilz. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon in Gold habe. Wenn nicht, dann jetzt. Ah, ist bestimmt die Mayo-Maschine oben. So, der goldene Pilz. Ach, davon habe ich sogar schon einen. Schon. Ich hoffe vor allem, dass die Kürbisse ordentlich werden. Das ist so die Hauptsache. Lea. So, wo finde ich Lea eigentlich üblicherweise? Gucken wir gleich mal. Lea. Vielleicht ist sie ja gerade am Friedhof. Nee, üblicherweise ist er da in der Hütte. Dann gucken wir mal. Gucken wir nach, ob sie zu Hause ist.
Hier, das ist ihre Hütte. Da, da kommt sie schon. Warte mal, hier. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Alles Hörnchen, du hast mir das Item gebracht, um das ich dich gebeten habe. Es sieht perfekt aus. Hier, was ich dir schulde. Danke dir. Okay, sie will eine Laubhütte bauen. Finde ich auch eine nette Idee. So, mit Lea hatte ich, glaube ich, bisher noch nicht so viel zu tun. Aber jetzt mag sie mich inzwischen. Ist auch ein Heiratskandidat anscheinend. Also das war jetzt nur rein spieltechnisch gesprochen, weil ich habe mich ja im Prinzip schon... Im Grunde weiß ich ja schon, was ich will. Ich wünschte, ich könnte da mal aufräumen. Ich würde so gerne hier das Teichgebiet mal aufräumen oder die Meeresküste. Schon auch für die Geister. Verdammt, nur weil ich es nicht ganz hingekriegt habe, ihn perfekt zu fangen. Aber das ist letzten Endes auch nicht schlimm, glaube ich. Pilze. Ich möchte mal wissen, wo ich wilde Pflaumen herkriege. Schüttel die Bäumchen. Oh, das bringt nichts. Hi. Er hat gerade gesagt, dass seine Zehen immer durch die Schuhe durchgucken. Das kommt vom vielen Skateboardfahren. Ja, das passiert, ne? So, wen wollte ich heute jetzt wegen Geburtstag gratulieren? Penny, glaube ich, ne? Kurz auf meinen Kalender hier gucken. Entschuldigung, dass ich nochmal anhalten muss. Penny, ja. Die ist ja immer mit ihren Schülern hier irgendwo unterwegs. Halt, warte mal schnell. Kurz vor Ladenschluss nochmal in den Laden reingehen. Das war knapp. So. Gib mir nochmal 6 davon. Und ich glaube... 6 davon. Mais habe ich ja eigentlich reichlich. Ob es jetzt Zeit wird mal für ein... Ich brauche ja alle Obstbäume auch einmal irgendwann. Aprikosenbaum. Da muss man 8 Felder Platz drumherum lassen. Also muss man die quasi am besten einzäunen, die einzelnen Obstbäume. Kirsche. Ich glaube, das nehme ich mir einfach fürs nächste Frühjahr vor, Bäume zu pflanzen. Oder am Winteranfang oder so, dass sie dann alle schon anfangen, irgendwie Früchte zu tragen. So.
Hatte ich eine Yam jetzt eigentlich schon mitgenommen? Ich glaube ja, aber ich nehme noch welche mit. So. Passt, danke dir. Penny. Penny wohnt hier. Guck, ob Penny schon zu Hause ist. Nein. Das heißt, dann ist er noch mit ihren Schülern unterwegs. Vermutlich. Da ist er. Hallo, Penny. Warte mal, Penny. Nein, ich will nicht mit Jas reden, ich möchte mit Penny reden. Schau mal, ich habe einen. Wie gebe ich denn das jetzt? Na Mann, doch nicht der! Oh! Siehst du, genau das habe ich befürchtet, dass das passiert. Und jetzt habe ich kein Geburtstagsgeschenk, das sie mag. Doch, den Amethysten. Muss sie so lange verfolgen, bis sie nicht mehr mit dem Kind zusammen ist. So, jetzt sollte es gehen. Du hast an meinen Geburtstag gedacht. Dankeschön, das ist großartig. Ja, bitte. Aber was für ein Umstand jetzt gerade. Das war ja eine schwere Geburt. Sie hilft immer im Laden aus, aber seit der Julia-Markt geöffnet hat, ist da nicht mehr so viel zu tun. Ja, das glaube ich auch. Das ist auch doof. Ich gucke gerade mal, ob ich noch irgendwas was hier schenken kann heute. Nee. Dann lasse ich das auch. Das ist ja in dem Sinne dann Verschwendung, wenn ich nur zweimal die Woche was verschenken darf. Blackberry, aber ich brauche noch die Pflaume. Da, so eine. So eine wilde Pflaume brauche ich. Dann kann ich das nämlich gleich nochmal hinbringen. Haha. Voll ein Glas Mayonnaise umsonst verschenkt. Das war nicht nur viel Geld, was ich verloren habe, sondern auch. Dieses blöde Bratzenkind, was es überhaupt nicht zu schätzen weiß. Ah, ärgert mich. So, dann nehmen wir einmal so. Und ja, das ist jetzt egal. Das ist halt eine sehr gute. Und was bekommen wir dafür? Fall Seeds, 30 Stück. Wahnsinn. Es fehlt nur noch das Winter Foraging Bundle. Und dann haben wir diese Kiste hier erledigt. Ich glaube, für mehr habe ich jetzt hier auch nichts.
ist Artesian. Das ist alles Bomb. Bomb, was die Bäume abwerfen. Quality Crops ist klar. Ja, das habe ich nicht mehr geschafft dieses Jahr. Mais könnte ich noch schaffen. Und die Fall Crops. Ja gut, das kommt dann jetzt erst zusammen. Ja Leute, dann haben wir ja heute eine extrem lange Folge gemacht. Und das Problem ist ja schon wieder, dass ich schon wieder nicht aufhören kann zu spielen. Also werde ich wahrscheinlich jetzt gleich wieder die nächste Aufnahme hinten dranhängen. Hartes Leben manchmal. Muss man wieder oben bei den Bahnschienen vorbeigucken, ob da nicht noch irgendwas an Wildwuchs rumwächst. Ja, da das nächste Glas Mayo fertig ist. Schmeiß ich nochmal ein Ei rein. Und verkaufe mal die ganze Mayo. So. Und den Pilz. Und morgen wird ordentlich Herbstsaat ausgesät. Also, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Macht's gut. Tschüss.